Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Hier ist euer Tastenhauer zurück beim jungen König Gabriel von Ungarn. Ja, ihr wisst es noch, in der letzten Folge ist unsere beste Freundin, Herzogin Anna von Nitra, verstorben, weil sie uns bei diesem Komplott gegen einen Bürgermeister geholfen hat, der uns in einem Badevorfall darauf hingewiesen hat, spöttisch, dass... Ja, wie soll ich sagen, unser Schniedel ein bisschen zurückgewachsen oder wie soll man sagen, klein geblieben ist. Ja, also das ist schon eine wilde Story und jetzt steht dieser ganz kleine junge Mann hier, der ist eigentlich, sieht der viel zu alt aus, der ist 0 Jahre alt, also noch ein kleiner Säugling. Ja, und der hat jetzt seine Mutter verloren, ist jetzt aber der neue Herzog mit 5 Titeln, Grafschaften und Baronien in Nitra. Und während wir hier noch am Trauern sind um unsere beste Freundin, werden wir uns um diesen jungen Mann kümmern müssen. Ich glaube, das liegt jetzt wirklich in der Verantwortung von Gabriel. Das weiß er auch und die nimmt er auch wahr. Das heißt also, wir gucken mal, dass wir zurück nach Ungarn kommen. Und den jungen kleinen Mann hier, der wirklich erst ein paar Monate alt ist, dass wir den entsprechend unter unsere Fittiche nehmen. Das heißt also, wir werden ihn auf jeden Fall an den Hof holen und ihn in Anführungsstrichen ausbilden, unter unsere Fittiche nehmen. Das ist erstmal das Erste, was wir heute machen. Ja, mögliche Verlobung, Heirat etc., da kümmern wir uns eine ganze Ecke später. Das ist jetzt erstmal ein bisschen früh. Was ich auch noch machen möchte, ist, jemand anderem an unserem Hof weiter zu... auszubilden, und zwar den jungen Andras, einen der jüngeren Söhne unseres Onkels Lampert, der jetzt ja seine Fraktion auch aufgegeben hat gegen uns, der also offensichtlich seinen Titelanspruch nicht mehr so direkt durchsetzen möchte. Und ich glaube, dass wir den jungen Andras versuchen sollten, möglichst gut mit einer Partie zu verheiraten. Dazu habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es doch ganz gut, hier diesen zankenden griechischen Kulturraum mal ins Auge zu fassen. Da dort aber noch ein großer Bürgerkrieg zwischen der derzeitigen Basilissa Anthusa und ihrem Gegenspieler Dux Michael von Thessaloniki tobt, den sie zu verlieren scheint, werden wir das jetzt noch nicht in die Wege leiten, sondern wir werden was anderes mit ihm in die Wege leiten hier. Wir werden unseren guten Willen bezeugen, indem wir Andras die griechische Sprache lernen lassen. Das können wir nämlich machen, weil unser Hoftutor Isaakios eben ein Grieche ist. Das macht Sinn. Der ist als Tutor auch gut geeignet, das heißt also, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das auch ganz gut laufen könnte, dass Andras hier Griechisch lernen kann. Und dann sieht man auch, dass diese ganze Geschichte sehr viel ernster gemeint ist. Also werden wir das einmal machen. Ich hoffe, wir werden hier informiert. Ich pinne den mal an, den jungen Mann, damit wir dann auch Informationen darüber bekommen. Gut, ja, ansonsten sind wir erstmal ein bisschen blank. Und sollten zusehen, dass wir erstmal ein bisschen Geld ranschaffen, bevor wir irgendwas anderes machen. Und wir schauen mal, wie sich unser Komplott hier entwickelt. Das ist natürlich jetzt wirklich, ja, sehr schwierig. Geringe Erfolgschance. Den einzigen, den wir einladen könnten, der lehnt auch rundheraus ab, weil er nichts zu gewinnen hat. Also da können wir auch jetzt mit dem Geschenk nichts machen. Wir haben kein Geld. Es ist, ja, schwierig. Wir müssen hoffen, dass das trotzdem irgendwie klappt. Das ist jetzt hier wirklich unsere große Hoffnung. So, ja, edler Geist, er nimmt das an. Ja, was soll er auch anderes tun? Das ist ja auch völlig klar. So, ja, Kaiser Ota wurde von Silvester exkommuniziert. Jetzt haben wir es hier. Jetzt ist er auch noch als, als Ausgestoßener bekannt. Er ist hochverschuldet, wurde kommuniziert und hat einen schweißigen Gestank. Also der hat wirklich ein richtiges Problem mit seiner Herrschaft. Denn er verliert gegen Adolf von Österreich aktuell im Befreiungskrieg. Er gewinnt durch Schlachten gegen Matilda. Auf die hat er sich wohl offensichtlich konzentriert. Und aktuell verliert er Provinzen, zum Beispiel Teile von Aachen und Linz, gegen einen Aufstand, einen katholischen Bayernaufstand. Ja, das ist sehr bayerisch. Okay, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt hier. Denn schlachtentechnisch hat er eigentlich Schlachten gewonnen,
aber er hat halt viele, viele Gebiete inzwischen an die Feinde verloren. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Das ist auf jeden Fall noch nicht ganz so raus. So. Ja, die Zeit ist gekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Meine Agenten sind in Stellung. Einer von ihnen wird den Meuchler am Abend der Tat auszahlen. Ein weiterer sorgt dafür... Auszahlen? Na, ich weiß ja nicht. Ein weiterer sorgt dafür, dass die Mauer unbewacht ist. Ein dritter hinterlässt eine unauffällige Spur von Kerzen, die in sein Gemach führen. Alles ist vorbereitet. Ja, ihr seht, das ist nicht so super wahrscheinlich. Aber wir müssen es tun. Wir sind ungeduldig. Wir wollen, dass der Typ stirbt. Bürgermeister Soma ist unversehrt entkommen. Der Meuchler schaffte es ins Wohngebäude, nicht jedoch in die Gemächer von Soma. Wie peinlich, nicht mal einen Bürgermeister kriegen wir umgebracht. Als der Meuchler ertappt und Alarm geschlagen wurde, floh er sofort und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Er ist jetzt auf der Hut. Ich denke, wir werden es weiter versuchen. Ach, wie ärgerlich, das belastet uns hier zusätzlich. Der Mann, der letztlich uns beleidigt hat und dann indirekt dafür verantwortlich ist, dass unsere beste Freundin gestorben ist. Mann, Mann, Mann. Das ist ja wirklich eine schwierige Geschichte hier. So, Cousin wurde gefangen genommen. Dimitri. Okay, das interessiert uns ja wieder nicht so richtig. Unwichtige Nachricht. Ja, und wir sehen, tatsächlich ist... So erfolgreich er gegen Matilda von der Toskana auch ist, so unerfolgreich ist er hier gegen Adolf von Österreich. Das ist natürlich für uns auch spannend, weil wir ja diese dynastische Verknüpfung hier haben über Ildiko mit seinem Sohn Alberich. Das finde ich ja interessant. Das heißt also, da wird es wahrscheinlich, wenn er noch irgendwas besetzt, müsste das eigentlich schon reichen. Luxemburg und Köln hat er partiell besetzt, Aachen 7,5%, also bin mal gespannt, ob das jetzt hier wirklich klappt. Na, jetzt wechselt das hier ein bisschen auf 95%, 97%. So, die muwaladitischen Priester haben, ach, das interessiert uns doch nicht, innen Oberhaupt. Nee, aber es ist noch nicht ganz der Fall. Oh, unsere Einnahmen, die steigen so langsam, ne? Ritter einladen wäre eigentlich mal an der Zeit. Wir brauchen mehr Leute mit ordentlich Kampfgeschick. Und wir brauchen eigentlich auch dann mehr Kriegsvolk. Da sind wir aber noch nicht. Solange wir kulturell nicht vorangekommen sind. Hier sind die Ritter. Tja, also ihr seht es hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gut Talentierte. Der Rest ist schon unter ferner Liefen. Das ist wirklich ein bisschen schwach. Also da lasst uns mal Ritter anheuern. Gott, Selbstmordversuch unternehmen. Was ist das denn hier für eine Option? Das wollen wir definitiv nicht. Wir entsenden die Herolde, um uns nach Rittern aufzumachen. So. Ein Bürgermeister, der erschreckt werden will, ein ansässiger Mystiker mit zweifelhafter Moral und ein erfundenes Omen. Perfekt. Bevor der Mystiker zum Hof von Bürgermeister Soma aufbricht, stellt sich nur noch die Frage, wird mein falsches Omen Glück verheißen oder den Untergang bringen? Ja, es ist immer noch ziemlich würfelig, was wir hier machen. Ein schlechtes Omen für einen schlechten Menschen. Hatte... Böses Omen kriegt er dann. Gesundheitsmalus. Ja, der hat ja sowieso schon Gesundheitsmalus. Vielleicht kriegen wir ihn damit sogar über die Klippe geworfen quasi, dass er stirbt. Oder ein gutes Omen, dass bei, damit bei ihm ein falsches Gefühl der Sicherheit entsteht. Aber dann kriegt er Gesundheitsbonus. Nein, 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 das werden wir nicht machen. Es kann aber... Ach so, es gibt zwei mögliche Ergebnisse, sehe ich gerade. Nee, aber wir wollen hoffen, dass er gesundheitlich weggeht, weil diese Mordgeschichte ist ja sowieso schon so würfelmäßig. Aha, er verbringt schlaflose Nächte damit, sich Sorgen zu machen. Hahaha, und damit ist seine Gesundheit noch schlechter geworden. Vielleicht stirbt er auch schon so. Perfekt. So, unser Cousin und Schwagerkönig Pschibor in Polen hat einen Krieg gewonnen. Der Anspruch auf Königreich von Polen, der ist vorüber.
Sehr, sehr gut. Er hat das Ganze gleich fallen gelassen. Sehr schön. Das heißt also, wir haben hier unser Bündnis weiterhin. So, jetzt ist jemand eingetroffen. Ritter Matthias ist noch als Gast unterwegs. Ja, 20 Kampfgeschick. Wow. Das ist ja mal ein richtiger Hüne. Guckt ihn euch an hier. Ein starker Mann. Den wollen wir sofort. Oh Gott, der kostet auch viel. Egal, aber wir brauchen gute Leute. Weg mit dem Geld. Das ist ja immer unser Thema hier, dass wir das ganze Geld auch immer ausgeben. Aber das ist ein richtig guter Ritter, den brauchen wir unbedingt. Meine Agenten haben eine Reise für Bürgermeister Soma geplant, die durch finstere Wälder führt. Nur noch eine Bande von Schlägern, die ihn auf tragische Weise während eines eskalierten Raubüberfalls erschlagen wird. Ich sehe schon das Blut in dem dunklen Boden sickern. Ja, Oh, wie gefährlich die Wälder doch sein können. Tatsache. Die Schläger haben ihren Auftrag erledigt. Wir haben Glück gehabt. Es hat geklappt. Na, endlich. Endlich, endlich, endlich. Als die Reisegruppe ihr Abendlager aufschlug, stürmten Wegelagerer zwischen den Bäumen hervor. Sie forderten Blut und Gold. Die Soldaten schlugen zurück, doch zum Glück reichte es nicht. Bürgermeister Soma wurde tragischerweise im Getümmel erschlagen. Leider wurde eine der Wegelagerer gefangen genommen. Er gab preis, dass ich sie bezahlt hatte, ihn zu erschlagen. Nun ja, wir sind Mörder, wir verlieren ein bisschen Pietät und gewinnen mehrfachen Schrecken, also richtig viel. Jetzt sind wir auch als Dynastiemörder und Mörder bekannt. Naja, allgemeine Meinung minus 15. Ich glaube, unser Heulmeme können wir jetzt hier mal sein lassen. Wir können wieder relativ zufrieden reinblicken. Okay, das haben wir geschafft. Immerhin, derjenige, der uns uns ausgerufen hat wegen unserem kleinen Schniepi, der kann jetzt sich die Radieschen von unten angucken. Super, ey. Oh Mann. Na gut, okay. Er ist unter unserer Obhut. Wie sieht das mit dieser Sprachgeschichte aus? Habe ich da irgendwo einen Überblick? Nee, ne? Gibt uns das Spiel bestimmt nicht, weil es nicht ein direkter Charakter von uns ist. Der Vormund ist ja sowieso sein Vater. Das ist auch soweit noch okay. Er ist aber bei uns am Hof. Sehe ich das mit der Sprache hier nicht? Das kriege ich ja nicht mal angezeigt hier. Na, ich hoffe einfach darauf, dass uns das irgendwann angezeigt wird. Ich fürchte aber, dass das eher nicht passiert. Meine Güte, wir haben weniger Geld. Ja, es liegt jetzt daran, weil wir natürlich jetzt hier als Mörder weniger vom Erzbischof bekommen. Das ist jetzt wirklich ungünstig. Und unser Herzog Salomon, der jetzt auch irgendwie verwundet und vernarbt ist, der gibt uns hier auch keine Extra-Einnahmen derzeit. Ziemlich unglücklich. So, wir können jetzt aber mit dem Ratspitzel Laszlo hier die Komplotte auf jeden Fall stören. Und ich würde sagen, dass wir hier versuchen, Befehlshaber auszubilden mit Lampert. Hier gibt es ja aktuell keine akute Gefahr durch Fraktionen etc. Da können wir da noch ein bisschen weitergehen. So, wir haben einen Kriegsführungsvorzug jetzt auch. Und ein bemerkenswerter Gast, Bretislav Prümmisch-Lied, hat einen Anspruch auf Herzogtum Böhmen. Aha. Oh Gott, der hat zwei Kampfgeschick. Ein inzüchtiger Adliger. Ja gut, das kann passieren, nicht wahr? Chronische Kopfschmerzen, stets umsorgt. Ist wie wir sehr treuherzig, geduldig und gesellig. Eigentlich ein ganz netter Zeitgenosse. Aber rekrutieren wäre viel zu teuer. Mit ihm kann ich eigentlich wirklich nichts anfangen. Ja, wir haben auch nichts mit Sprachenlernen zu tun, so richtig. Das ist für uns alles nicht wichtig. Gucken wir mal, was machen wir als erstes hier? Wir haben ja nur diese drei zur Auswahl. Bellum Justum, Dienst an der Krone oder standhafter Anführer. Ich denke, wir haben unsere Herrschaft hier auf Mord und Schrecken bislang aufgebaut. Und das sollte sich jetzt auch mit Dienst an der Krone hier niederschlagen. Also dieser Autoritätsschwerpunkt, der wird sich hier auch zeigen. Wir werden also hier den natürlichen Schrecken erhöhen, unseren Kontrollzuwachs erhöhen. Jetzt haben wir hier immerhin natürlichen Schrecken von bis zu 45 und haben fast maximalen Schrecken aktuell wegen unserem jüngsten Mord, den wir begangen haben. Mal schauen, wann ist sie eigentlich volljährig hier? Prinzessin Doboslova ist eine Einsiedlerin, by the way.
Geburtstag, 3. Juni. Ja, es ist bald soweit. Bald könnte man ein Fest mal abhalten, hätte man denn Geld. Haben wir natürlich nicht. Ja, wir können heiraten. Jetzt, liebe Leute, muss ich mal gucken. Kriegt man denn Goldlein vom Krieder? Keiner hat genug Gold. Das ist ja peinlich. Mann, das ist ja ärgerlich, dass es niemanden gibt, der genug Gold hat von denen. Das ist ja traurig. Tja, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man beim Papst anfragt. Der wird das aber nicht annehmen. Naja, weil ich ein Verwandtenmörder bin und weil ich natürlich auch als Mörder bekannt bin, der gibt mir natürlich ungerne Gold als Papst. Das kann ich schon nachvollziehen. Ja, dann wird das eine ziemlich sparsame Heirat zunächst einmal werden. Können wir jetzt auch nicht ändern. Schauen wir mal. Also Ota, der hier Probleme in seinem Reich hat, kann zumindest aber die Heirat durchführen. Er ist jetzt nicht entthront worden, weil das ja auch dann so Teilaufstände, glaube ich, waren, ne? Aber wenn mich nicht alles täuscht, wurde seine Autorität jetzt verringert, ne? Er hat nämlich jetzt einen Waffenstillstand mit Herzog Adolf von Österreich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der gewonnen hat, ne? Ja, wenn man das jetzt irgendwo sehen könnte, ne? Fürstenwahl, Titeltreue. Was heißt denn Titeltreue? Ach so, einem Titeltreue Schulden statt ihrem Lehnsherrn als Person. Wo ist er denn hier? Adolf von Österreich. Ach so, da kommt man nur in dieses Menü. Der wurde von Herzog Adolf gewonnen, steht da drin. Also, der Krieg wurde tatsächlich von ihm gewonnen. Jetzt bin ich mir nicht mehr. Warte mal, das war ein Befreiungskrieg. Zum Anzeigen klicken. Ja, das ist leider doof, weil ich komme jetzt da hinterher nicht mehr rein. Das ist in der Darstellung hier echt blöd gemacht. Das müsste man jetzt irgendwie nachvollziehen können, was jetzt die konkreten Folgen waren. Befreiungskrieg, ich vergesse das immer, was dahinter steht. Also, eigentlich heißt das ja, dass er sich befreien will von seinem Lehnsherrn. Und als Herzog muss der Lehnsherr, oder war der unter einem König vorher? Und jetzt ist er ein direkter Vasall von Ota. Ah, Leute, das weiß ich jetzt wirklich leider nicht. Naja, er nimmt auf jeden Fall diese Heirat an mit Dobroslava, die jetzt hier auch entsprechend. Warum kriegt die denn unsere Krone aufgesetzt? Was ist das denn für ein Barbierblödsinn hier? Das ist doch wohl wirklich Blödsinn hier. Also die kann gerne eine Krone kriegen, aber das hat doch bisher keine. Das ist doch die männliche Königskrone. Was soll die denn? Gott, was gebe ich ihr denn jetzt? Da gab es irgendwas Passendes, glaube ich. Ja, die kommen mit Nennungskrone, genau. Monomachos, keine Ahnung, wie das Ding hieß. Oh, das muss ich jetzt echt suchen. Slawischer Stirnreif. Wo ist das Ding? Tja. Ungarischer Stirnreif. Ich glaube, sowas hatte unsere Mutter doch auf, ne? Aber die königliche Krone, also ich wüsste jetzt historisch nicht, dass die zweimal da war, wie so eine Kopie. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Dann nehmen wir hier so einen Stirnreif. Das ist ja wohl ein bisschen passender. Ja, genau, sowas hat unsere Mutter ja auch auf. Ein bisschen anders gestaltet? Nee, ich glaube, ziemlich identisch sogar. Es leuchtet nur anders. Okay. Gott, die hat sich befreundet mit Herzog Jeno. Wie kommt sie denn dazu? Na gut. Sie bildet Laszlo nach wie vor aus, der übrigens ehrgeizig wird als Sohn von Lampert hier, unser Cousin. Das ist für uns jetzt nicht die beste Nachricht. Naja, mal sehen, was daraus noch werden kann. Ja. Das Reich erwartet, dass ich zu Ehren meiner Hochzeit mit König Dobroslova eine angemessen extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben. Und wisst ihr was, liebe Leute? Das werden wir machen. Wir brauchen ganz dringend Geld. Wer bezahlt schon seine eigene Hochzeit? Und damit können wir ein großes Festmahl geben. Und ich denke, das machen wir dann jetzt auch, auch wenn wir damit quasi wieder pleite gehen. Naja, nicht ganz, aber das sollten wir tun. Wir sind eh noch angespannt die ganze Zeit über und ich finde, wir sollten dieses Ereignis angemessen feiern. Und dafür werden wir hier
dieses Festmahl auf jeden Fall ausrichten. So, die Stimmung ist prächtig, wunderbar. Lasset das Festmahl beginnen und diese wunderbare Hochzeit feiern. Wie kann Prinz Lampert es wagen zu behaupten, meine Ansichten über die Kriegskunst wären fehlgeleitet? Er behauptet, dass meine Pläne mit den ersten Gefechten scheitern würden. Was? Er hat doch keine Ahnung. Also ich habe 18 Kriegsführungen, er hat 19. Ja. Aber es ist eine steile Behauptung hier. Ich glaube, er hat uns das nicht ganz so verziehen. Vielleicht im Suff jetzt auch, dass er da nochmal austeilt sozusagen. Wir erhalten strategische Diskussionen in den nächsten 5 Jahren. Zumindest hat Lampert euch gezeigt, dass ihr in der Lage seid, eure Ansichten zu verteidigen. Also, das würde ich zu gerne auf dem Schlachtfeld klären, sagt er hier. Der Austausch mit erfahrenen Befehlshabern in Sachen Strategie erwies sich als fruchtbar für diesen Charakter. Ja, Hauptsache nicht furchtbar. Kriegsführung plus 2. Eigentlich ein gutes Ereignis für uns. Da haben wir hier 20 Kriegsführungen. Das ist richtig gut. Oha, wir werden in den Krieg gerufen von Ota. Der will jetzt gleich mal, dass wir zum Bündnis hier Ja sagen. Das während unserer Ehefeierlichkeit, das müssen wir natürlich machen. Also, wir haben Herzogin Biltrude und ihn als Verbündete. Die Feinde sind dieser Volksaufstand und Peter von Piemont. Da geht es aber auch nur um den katholischen Bayernaufstand. Das wiederum finde ich auch okay. Wir wollen das nicht ablehnen, wir nehmen das dann gleich mal an. Wir befinden uns jetzt aktiv im Krieg und haben jetzt hier eine Unterhaltung mit Bürgermeisterin Ildiko von Zeglet. Während Gericht auf Gericht folgt, liegt mir meine Vasallin Ildiko ständig in den Ohren. Immer geht es nur um die Truppenzusammensetzung. Was hat sie denn mit Truppenzusammensetzung am Hut? Ach, sie ist auch eine fähige Taktikerin. Und so kamen wir auch diesem Schlamassel bei. Langeweile. Achso, langweile ich euch auch ganz sicher nicht, fragt sie. Interessantes Gespräch. Oder warum sprechen wir nicht ein wenig mehr von euch? Wir kämen einer Freundschaft näher. Wir sind ja treuherzig, ich würde sagen, und zufrieden. Also, wollen wir da irgendwie nah an sie ran? Naja, also treuherzig hat hiermit eigentlich streng genommen nichts zu tun. Aber wir sind so ein bisschen ungeduldig auch, ne? Also, ich glaube, da will er eher... Ja, ich glaube, man liest hier auch schon gut durch, dass es ihm hier auf die Nerven geht so ein bisschen. So interessiert er auch an der Kriegsführung ist, aber ich glaube, an dieser Stelle möchte er gerne mal ein bisschen mehr über Ildiko selber sprechen. Das ist ihm hier lieber. So, hier sind feindliche Armeen. Vorkosteramt ist frei. Oh, das ist natürlich jetzt beim Festmahl richtig doof. Antal ist mit 65 Jahren an Altersschwäche verstorben. Das ist natürlich traurig. Aber da können wir uns jetzt während des Festes natürlich nicht mehr drum kümmern. So, die Gäste gehen aber schon. Ja, kann ich voller Stolz sagen, dass das Fest mal ein Erfolg war. Meine Gemahlin Doboslava zeigte so viel Einsatz und als sie die letzten Gäste verabschiedet, überkommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Das ist doch schön. Wunderbar. Gut, liebe Leute. Tja, wir sehen hier, die Kaisertruppen sind hier weit weg. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das jetzt mit der Toskana hier aus? Hat er da keinen Krieg mehr gegen? Doch, immer noch. Aber da hat er einige Schlachten gewonnen. Tja, soll man jetzt hier kriegerisch aktiv werden? Ja, eigentlich muss man jetzt ja schon. Ich meine, es gibt keine direkte Gefahr, die wir hier in Fraktionsnähe sehen. Keine Fremdkriege gegen uns. Und wir hatten jetzt ja auch hier strategische Diskussionen und wollen das Ganze auf dem Schlachtfeld überprüfen und ich glaube auch persönlich überprüfen mit unserer tollen Kriegsführung. Das heißt also, wir heben die Armeen aus. Die Frage ist, brauchen wir da so riesige Heere? Ich meine, klar, das sind jetzt schon einige Truppen hier, aber vielleicht versucht er es nicht so zu machen, dass wir alles ausheben, sondern wirklich nur das Kriegsvolk. Dass wir also wirklich nur die Ritter, das Kriegsvolk, vielleicht so ein
eine lokale Armee oder sowas in der Richtung. Mal sehen. Hier drüben ganz im Westen bei Jervid sich versammelt. Beziehungsweise, nee, liebe Leute, das ist Quatsch. Wir machen das bei unserem Besitztum hier in Komarom. So, Kriegsvolk heben wir hier auf. Und da wollen wir natürlich auch persönlich anführen. Das geht nicht. Ihr seid schon bei einer Aktivität. Ja, wir müssen es noch beenden lassen offiziell. Das dürfte aber doch jetzt langsam gehen. Ja, genau. Okay, wir haben also fast 1000 Mann. Das ist jetzt nicht besonders viel gegen diese 10.000. Allerdings ist ja hier der Kaiser unterwegs. Mit nochmal 8.000. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen knapp, das Ganze hier. Nur mit den professionellen Truppen unterwegs zu sein und mit den Rittern. Wo wir nur einen bisher von neu bekommen haben, den 20er hier. Aber das sind schon ganz gute. Kann man denn hier... Also es ist immer komisch, wenn ich sage, lokale Armee ausheben, dann hebt er aber alles auf. Aus. Und wenn ich hier alle ausheben... Also das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich muss das offenbar wieder komplett machen, um es dann... Ja, das ist wirklich blödsinnig, weil wir natürlich jetzt hier ewig Geld wegziehen. Das macht keinen Sinn. Wir brauchen noch nicht mal die 3000, geschweige denn diese 4000. Nee, halbieren will ich auch nicht. Ach Leute, das war wieder falsch. Oh Gott, ich bin auch ein Horst. So, jetzt aber bitte mal gucken, dass wir hier Aufgebote mal rausziehen. Ja. 897 und die ganzen Kriegsvölker und die ganzen Ritter. So, und das hier, das wird dann aufgelöst. Das kostet ja alleine schon 9 pro Monat. Und diese Armee hier brauchen wir dann auch nicht mehr. Das ist uns viel zu teuer. So, damit können wir wenigstens mehrere Monate überleben mit dem Finanziellen. Wir selbst führen diese Armee an. Und wir werden jetzt mal auf Stufe 3 runtergehen und versuchen, irgendwie hier zu den Kaisertruppen zu kommen. Das wird nicht ganz so einfach. Vermutlich müssen wir irgendwie hier durch den Süden. Wir ziehen mal bis nach Was und dann gucken wir mal, wo wir uns verknüpfen können. Es gibt aber erstmal noch ein Event am Königshof. Eine Schar von Leuten in Roben stürmt in den Thronsaal, sucht eifrig den Boden ab und hebt dabei von Stühlen bis hin zu Röcken alles kurz einmal an. König Gabriel, schreit einer. Wir sind die Anhänger von Laszlo dem Kopflosen, einem großen Heiligen wegen einer Prophezeiung, die man ihm bei der Geburt mitgab. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, ne, dass wir jetzt am Hof ein Event kriegen, obwohl wir jetzt unterwegs sind im Krieg. Also das finde ich vom Spiel echt schwach, dass das nicht berücksichtigt wird, dass wir gar nicht hier sind. Ich glaube nämlich, genau, in der Grafik sind wir gar nicht da. Aber hier sollen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Also wisst ihr was, liebe Leute, dann lasse ich das hier ablaufen. Wenn das bis zu unserer Rückkehr eben nicht gelöst ist, dann, ja, pausiert, müssen wir was machen. Okay, warte mal, warum werde ich jetzt immer hier hingeführt beim Pausieren? Hä? Ich habe doch die Option, da 180 Tage wird das automatisch ausgewählt. Ja, also ich helfe geht nicht, ich habe meine Erlaubnis, kann ich nicht sagen, werde nicht zulassen, bla. Dass ein Kult meinen Hof auf den Kopf stellt. Das muss jetzt unser Stellvertreter machen, wer immer das auch jetzt gerade ist. Der uns hier im Hof hier gerade stellvertritt, unsere Frau oder was auch immer. Nein. Dafür kriegen wir noch mehr Hofpracht übrigens und 100 Ränkespiel-Lebenswandel. Naja, ob wir das jetzt gebraucht hätten, weiß ich nicht. Sei es drum. Ein neuer Ritter ist eingetroffen. Sygtryk. Mit 16. Ein Schwertmeister. Oh, jetzt bräuchte ich Geld. Egal, komm. Und auch, wenn wir auch pleite gehen, wir brauchen diese Ritter. Eigentlich jetzt auch schon im Krieg, dann müssten wir aber... Warte mal, ist der jetzt schon da, der Ritter hier? Ich weiß es wieder nicht. Ist der schon da oder ist der es nicht? Der ist nämlich hier noch ausgegraut. Ich glaube, das dauert irgendwie ein paar Tage oder sowas. Irgendwie ist das ein bisschen obskur. Ja, wenn ich jetzt alle aushebe, dann will er wieder alle... Nein, alle Armeen komplett. Warte mal, oder war da ein Ritter bei? Jetzt muss ich mal gucken. Nö.
Verzeihung, das war Blödsinn. Das können wir gleich sein lassen. Das ist unsinnig. So, wo ist jetzt die Kaiserarmee? Die läuft hier wieder ganz woanders hin. Das ist natürlich echt ärgerlich. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir ein bisschen was erobern. Hier sind ja... Ja, der Volksaufstand hat hier zum Beispiel bei Leibniz die Baronie erobert. Da können wir doch zumindest mal mit unseren Onagern hin. Welche Stufe haben die? 4. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir sind nämlich jetzt schon dabei, dass diese Onager allmählich effektiv bis 5. Okay, noch sind sie effektiv, aber irgendwann in der Zukunft nicht mehr. Deswegen will ich die auch umstellen, wenn ich mal endlich irgendwann Geld habe. Damit wir das machen können. Wir bleiben mal auf Stufe 3 der Geschwindigkeit, weil es hier gefährlich werden kann mit den Armeen. Ich sitze mit Graf Cornell und Herzog Laszlo am Kartentisch. Cornell weist eifrig auf alle Hauptziele hin, zu deren Plünderung wir auf der Stelle Trupps entsenden sollten. Laszlo jedoch lehnt sich zurück und argumentiert geduldig, dass wir stattdessen entscheidende Positionen sichern und den Feind zu uns kommen lassen sollten. Es obliegt mir, über unsere endgültige Vorgehensweise zu entscheiden. Da wir so gut sind, können wir beides kombinieren. Aber ja, wir sind eigentlich ungeduldig. Also würden wir ja eher zu Graf Cornel tendieren, würde ich sagen. Ne, wir sind natürlich ein absolut guter Stratege, das ist gar keine Frage. Also Laszlos Plan allein finde ich jetzt... Tja, oder treuherzig, wir lassen die Befehlshaber handeln, wie sie es für richtig halten. Finde ich eigentlich auch möglich. Ich würde sagen, zwischen den drei Optionen entscheidet sich Gabriel. Das finde ich unbestimmt, weil er treuherzig, ungeduldig ist, zufrieden ist und gleichzeitig aber auch so ein super fähiger Kriegsherrscher, der auch wirklich Talent hat, beides zu kombinieren. Aber was er nun genau machen wird, das werden wir mal per Würfel entscheiden. Das, finde ich, ist hier nicht deutlich rauszusehen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Dann sind das aber drei Optionen. Da kann ich keinen achtseitigen Würfel nehmen. Da müsste ich mal so einen sechsseitigen hier haben. So. Und dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4 und 5, 6. Also die dritte, die lasse ich raus. Die, finde ich, macht am wenigsten tatsächlich Sinn, dass wir sie ausschließen können. Und wir haben eine 3. Das heißt, Graf Cornel hat eindeutig die richtige Idee. Unsere Ungeduld setzt sich da offensichtlich durch. Finde ich auch nachvollziehbar auf jeden Fall. So, das heißt, wir können hier relativ zügig jetzt mit ordentlichem Fortschritt und einer geringen Zeit können wir das hier gut managen. Und dann wurde Velasco de Calatayud noch in der Kriegsführung verbessert. Na gut, ob das jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht. Tja, dann wird der Krieg hier weitergehen, liebe Leute. Und ich mache jetzt hier mal am 30. November 1148 Schluss, da wir 33 Minuten Aufnahmezeit haben. Also, es wird in 2 Wochen weitergehen mit dieser Staffel. Hier unten kloppt sich der Kaiser noch mit der Armee von Matilda in der Toskana, offenbar wieder erfolgreich. Und dann hoffe ich mal, dass der zügig hier hochkommt, denn die haben 5 Monate, 4 Monate. Wie lange brauchst du? Ne, der steht hier nur rum. Der ist gleich fertig in 12 Tagen, unser Verbündeter, und dann haben wir 3. Wir sind auf jeden Fall eher fertig als der Gegner und wir würden wichtige Beute machen, weil wir natürlich jetzt ganz schön klamm sind. Ich hoffe, das funktioniert, dass wir dem Kaiser hier helfen können. Ja, Lothringen ist gegen ihn aktiv und dann müssen wir gucken, dass wir hier Gebiete einnehmen. Das wird noch eine lange Geschichte werden hier gegen diesen Aufstand. Der ist nämlich ganz schön groß, wie ihr hier sehen könnt. Aber ich habe gutes Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten und die meiner Ritter, dass wir das hier hinbekommen mit dieser Armee, die wir anführen. Schauen wir mal, wie erfolgreich Gabriel hier als Kriegsführer sein wird. Bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.